Hallo und herzlich willkommen bei Virtues in einer neuen Folge Metro Exodus. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Da drüben haben wir das letzte Mal aufgehört. Jetzt machen wir hier weiter. In der Taiga sind wir nämlich angekommen. Spärlich eigentlich bewaffnet nur. Aber gut. Für den Anfang muss es reichen. Also bleibt mal dran. Mal auf unsere Karte. Wir müssen darüber erstmal. Da hat was geblinkt. Ich weiß auch nicht, was hier so für Leute unterwegs sind. Ist ja auch mal noch so ein bisschen fraglich. Guck mal, was wir da drin haben. Feuerstelle. Ich geh mal hier oben weiter. Den Weg lang. Und noch ein Fernglas. So hieß dieses Kindercamp, oder was das war, glaube ich, ne? Was steht da? Will er mir nicht übersetzen. Okay, hier sollten wir hin. Ist das so schlau, da reinzugehen? Die Frage ist, kommen wir da überhaupt rein? Also hier nicht. Wir sind aber auch schon am Zielort, würde ich. Ne, noch nicht mal lang, ansatzweise. Okay. Ihr seid irritierend. Das Bibliothek. Bibliotheka. So. Trotzdem ein bisschen mit Vorsicht die Sache genießen. Alles schön erkundschaften, alles mitnehmen, was geht. Scheinen generell aber nicht so viele Leute am Start zu sein. Bis jetzt sind auch keine fiesen Monster, aber wer weiß wie lange noch. Deswegen gar nicht so lange aufhalten, bevor es dunkel wird. Also für ein bisschen Kram hier ist ja ein Witz. Ist da eine Tür? Nee. Ich würde jetzt lieber auf die Jagd gehen. Halt! Stehen bleiben! Wir sind die Brüder der Küste! Noch ein Schritt und wir machen dich kalt! Hey, noch ein Schritt und du stirbst! Ja, wenn du also weißt, was gut für dich ist, verschwindest du besser, du Landratte! So. Ich hab keinen mehr. Ah, shit. Ist jetzt
uns mal einen Schuss. Ja. Einer ist abgehauen, ne? Ne, da ist er doch. Jetzt hier Alarm. Oh, Pfeile. Sieht ein bisschen besser aus als meine. Sind die alle da oben? Ich muss nachladen. Wenn er so weitergeht, werden wir alle das. Warum treffe ich mit dem nicht? Ja, jetzt trifft mich ja auch nicht. Komm raus. Was ist da? Das ist der Ich muss nachladen. Da ist er, dieser Streuner, in dem Durchgang. So, komm. Ich weiß nicht, wieso ich nicht. Da bist du, Mistkerl. Seht mal, Streuner ist hinter dem Zaun. Schnell weg. Und er schießt sie auf scharf. Ich muss nachladen. Ich leite einen Ring zum Wald. Ha, da ist der Eindringling. Der Leiter. So, wieder einer weg. Nimm das, du Mist. Leute, der Eindringling ist in dem Durchgang. Gibt ja ein paar Sachen. So, wo ist der letzte? So. Lebt er noch? So. Weg. Leute, ich lade nach. Hinter den Fenstern. Oh, weg. Ich ergebe mich, Schreiner. Ich kann nichts mehr machen. Du auch? Wir werden alle sterben. Ich ergebe mich. Nicht schießen. Und weg sind sie. Jetzt können wir uns hier erstmal ein bisschen besser umsehen.
Stress hier. Hat mich ein bisschen aus der Bahn gebracht. Brauche ja Material. Weil ja auch nicht so leicht platt zu machen waren. Muss halt nah ran. Die Dinger sind gut. So, gucken wir hier mal rein. Alles mitnehmen. Süße Gegend auf alle Fälle. Kritzeleien, hier ist auch nix. Das ist noch ein Koffer, warum kann ich den nicht mitnehmen? Das kann ich aber lesen. So. Ja, jetzt wird es auch noch dunkel. Vielleicht nicht so vorteilhaft. Nichts für uns dabei. Hier kommen wir hier rein. Warum sind die alle tot? Okay, da geht's nach oben. Okay, da unten haben wir noch Gift. Mit Zielfernrohr, das ist natürlich praktisch. Dass man von hier aus dann gut schießen können. Gasmaske habe ich aber dabei. Ja, läuft. Gucken wir doch nochmal nach unten. Sie muss ja irgendwas geben. Außer ein paar Leichen.
Eine Menge Leichen. Das ist doch kein Ort für Kinder zum Lernen. Ja, bist du dann für mich? Gar nichts mehr. Natürlich geil. Nachtsichtgerät. So. Hoch. Es ist ja auch nachts, davon abgesehen. Ist echt eingeschränkt dadurch. Also das Gefühl. Aber man sieht halt geil. Alles Vor- und Nachteile. Ah, der hat sich ergeben, okay. Der hat keinen Bock. So. Voll ausgestattet hier. Auch wieder ein Keller. Warum immer Keller? So, wir nehmen mal den Weg. Also ein bisschen hier auskundschaften. Mal weiter nach oben, mal gucken, was wir da noch finden. Hier hätte man eh hingemusst. Komm, fahren wir mal rüber. Warum tust du sowas? Das ist irgendwo Bewegung. Scheiße. Ich hab die Maske auf. Oh je. Kommen die Viecher bei Nacht. Gut, wir machen hier Feierabend. Wir sind nah am Ziel.
Nicht mal ansatzweise. Aber gut, wir kommen näher. Es geht halt Stück für Stück. Nee, hier war schon das erste Ziel. Das nächste Ziel ist da hinten. Seid gespannt. Ich bin's auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss.